Hallo Leute, ich habe ein neues Wohlfühlrezept für euch und zwar ein veganes Chili mit Ofenkartoffeln. Keine tierischen Produkte hier in diesem Rezept. Und als erstes brauchen wir natürlich die Kartoffeln. Da nehme ich große Bio-Kartoffeln und die packe ich für 20 Minuten in den Ofen. In der Zeit schneide ich eine große Zwiebel, zwei kleine Knoblauchzehen und noch eine rote Paprika. Und ich brauche noch ein Glas Kidneybohnen und ein Glas Mais. Das sind beides Bioprodukte, also keine komischen Zusatzstoffe mit im Glas, trotzdem wasche ich sie aber. Und optional dazu noch zwei angelegte Jalapenos. Das habe ich neu gesehen im Rezept von Mango Island Mama, also Ellen Fischer. Aber das kann man weglassen, wenn man es nicht so gerne scharf hat. Und dann entweder in ein bisschen Öl, Olivenöl oder auch in Wasser, das funktioniert genauso gut, schwitze ich erstmal die Zwiebeln und den Knoblauch an, bis die Zwiebeln glasig sind und schön lecker riechen. Und dazu kommt dann noch eine natürliche Gewürzmischung und hier habe ich vor allem an diejenigen gedacht, die mir geschrieben haben, dass sie nicht so das Händchen zum Würzen haben. Die nennt sich Rodriguez Chili con Carne und da sind wirklich nur natürliche Gewürze drin. Paprika, Tomaten, Knoblauch, Oregano, Kreuzkümmel, Chili und so weiter. Und das kann man natürlich auch ganz einfach durch die frischen Kräuter ersetzen oder man macht es sich halt leicht und nimmt diese Gewürzmischung. Dann kommt dazu noch ein bisschen Tomatenmark. Ihr seht, ich mache das alles immer ziemlich nach Augenmaß. Und dann kommt auch die geschnittene Paprika dazu. Dazu gebe ich noch ein großes Glas passierte Tomaten. Da funktionieren auch geschälte Tomaten. Hauptsache Bioqualität und keine komischen Zusatzstoffe mit in dem Produkt drin. Und dann fülle ich das Glas eigentlich immer noch mal mit Wasser auf und gebe das dann auch noch mal dazu. Mais und Kidneybohnen mit einrühren. Danach noch die Jalapenos. Wie gesagt, das ist optional, wenn man es gerne scharf hat. Und dann muss ich natürlich erstmal abschmecken, ja. Ich probiere das Essen in meiner Küche. Wer bei mir ist, der muss sich darauf einstellen, dass ich immer zwischendurch probiere. So, und dann lasse ich das jetzt erstmal köcheln. In der Zeit mache ich schon mal die Guacamole, beziehungsweise ist es keine echte Guacamole, aber cremige Avocado. Ach, ich liebe Avocado. Wusstet ihr, dass Avocados helfen, die Vitamine aus dem Essen und die Nährstoffe, um bis zu 200% besser aufzunehmen? Deswegen, ich liebe Avocado bei jedem Gericht. So, die knete ich jetzt durch, dazu kommt noch ein bisschen Pfeffer und dann frischer Zitronen- oder Limettensaft. Und klassisch wäre in der Guacamole natürlich noch ein bisschen Knoblauch und Tomaten, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Die Kartoffeln dürften dann irgendwann auch fertig sein und dann serviere ich das einfach alles nur noch. Kartoffeln aufschneiden und dann vollpacken mit dem Chili. Guacamole. Und dazu noch optional Sauerkraut. Das ist super für die Verdauung und das ist Bio-Sauerkraut. Da sind wirklich nur zwei Zutaten drin. Dann noch Cashew-Sour Cream oder optional, wenn man nicht das Geld für Cashews hat, vegane Mayonnaise. Das ist wirklich so schnell zubereitet und ich liebe dieses Gericht. Das ist einfach etwas, was ich total gerne koche, wenn man Lust auf was richtig Warmes, Sättigendes hat. Was richtig, ja, Gemütliches, Herzhaftes. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video gefällt euch und ihr habt viel Spaß beim Nachkochen. Denkt dran, ich habe noch weitere Rezeptvideos auf meinem Channel, ganz viele Wohlfühlrezepte. Also, ich freue mich aufs nächste Video und ich sehe euch bis dahin.